Erster Tagesordnungspunkt: Warten aufs Teamwahl-Startsignal. Was guckst du so? Ich habe gerade überlegt, was ich gleich mache. Ich habe tatsächlich bis jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich weiß, was du tun wirst. Und findest du das gut? Ich habe das ja mit Kopf gemacht. Kurastaler, ey. Ja, das wird. Also, ich schätze dich so ein, dass du eine sehr kluge Entscheidung treffen wirst. Du brauchst den Taler nicht. Mehr sage ich dazu nicht. Lasst euch überraschen. Die Team-Accessoires sind am Start. Es kann losgehen. Hat die Schuhmacherin schon ihr Geschäft beendet? Oder dauert's noch? Leute, kommt! Theresia, Julian, seid so lieb. Martin! Sebastian hat wirklich ein anderes Auftreten, was aber auch ganz gut ist. Komm! Weil alles andere führt ja dann auch zu nichts. Das dauert ja sonst alles ewig. Setz dich hin, Theresia, bitte. Los. Er ist jetzt ja auch nicht jemand, der besonders lustig ist. So, einmal Ruhe, bitte. Ey, yo, Captain Jack! Der Clubsprecher hat das Wort. Ja, ganz entspannt, Bro. Entspannt bin ich. Bro. Yeah, Bro. Listen here, Brother. Geil. Samuel Rückzieher. Wrap it up. Ich denke, Sebastian ist ein taktischer Spieler auf 100%ig. Und ich denke, er würde mich in sein Team wählen. Ich denke, er würde genauso machen. Also hier ist nichts sicher und ich kann Sebastian nicht einschätzen. Also, natürlich habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, wobei es relativ schnell ging, muss ich sagen. Wenn man erstmal reinkommt und das Gedanken machen, dann geht's auch. Hört bitte mal zu. Wir haben auch darüber gesprochen, es ist ein Spiel, es ist ein Wettkampf. Jeder möchte hier gewinnen. Ich möchte natürlich auch gewinnen, das habt ihr mittlerweile festgestellt. Was möglichst auch. Von daher haben wir folgende. Bitte mal Ruhe jetzt. Sebastian war auch ganz akribisch, heroisch. Hier, pass mal auf, hört jetzt mal zu, ich lese vor und so weiter. Ja, es nimmt Fahrt auf. Mir ist wichtig, es ist ein Wettkampf. Und was gehört zu einem Wettkampf? Konkurrenz. Ohne Konkurrenz kein Wettkampf. Und ich scheue mich nicht vor dem Wettkampf und der Konkurrenz. Von daher habe ich versucht, nach subjektiven Empfinden die Teams möglichst gleich aufzuteilen. Ein Fünfer-Team, ein Vierer-Team. Ja, das war meine Herangehensweise. Okay, soweit das Vorwort. Nun möge der Chefwähler bitte zur Tat schreiten. Von daher ist im Team Grün Marc. Okay. Alright. Marc, wir werden gegeneinander spielen, ich freue mich. Yes, super. Jetzt kriegt er Schwung hier, Freunde. Marc ist ein starker Gegenspieler, gerade für mich. Ja. Deshalb war das für mich absolut. Absolut, ich bin dabei. My team's gonna win. Gar keine Frage, dass wir gegeneinander spielen müssen. Für mich ist immer wichtig. Ah, das ist ein Spiel, das ist ein Wettkampf. Und was wäre ich für ein Sportler, wenn ich den Wettkampf scheuen würde? I mean, der hat gesagt, this is a conquerance thing, this is a, everybody möchte gewinnen. And ich kann gut vorstellen, that ich kann ausgewählt werden. In mein Team wähle ich Vanessa. Arr. Vanessa, du bist ein Allround-Talent. Du bist auch relativ ruhig, so wie ich. Danke. Wir haben schon mal zusammengespielt, von daher weiterhin in Team Grün ist Cora. Yeah. Cora, du hast eine gute Chemie mit Marc. Let's go. Ihr kennt euch. Ich glaube, ich brauche gleich eine Zigarette. Team Pink, Julian, FM Stöcke, du bist bei mir. Das ist aber eine Ehre. Gib alles. Ja, herzlichen Dank. Ich baue auf dich. Ja, ich baue mich auch auf dich auf. Ich bin ja wirklich einer, ich gehe mit dem Wind. Ich hänge ja mein Pferdchen in den Wind. Ich gehe ja dahin, wo die Einflussreichen sind. Und kaum hat einer keinen Einfluss mehr. Auf Wiedersehen, Schau Kakao. Also habe ich mich so eingeschleimt, dass es kracht. Team Grün, ihr seid einer weniger. Und deshalb geht meine Wahl jetzt an jemanden, der auch sehr stark war in der Vergangenheit. Und zwar ist es Lorenz. Lorenz. Ich würde gar nichts hinkriegen, das ist okay. So, weiter, Team Pink, Theresia, du bist auch bei mir. Vielen Dank. So, dann haben wir noch einen vierten für Team Grün. Da ist meine Wahl auf Martin gefallen. Martin, ja, du bist... Mann.
Okay, ja. Yeah. In der Fankurve? Ja. Es ist genauso, wenn Dortmund gegen Bayern spielt. Es ist halt einfach ist besser, als wenn Bremen gegen Bayern spielt. Ist vielleicht ein bisschen männerlastig, aber damit kommt auch eine Cora besonders gut klar. Weil das ist, glaube ich, auch Coras Ding. Ich hab nur Kerle da. Was soll ich denn machen? Somit ist Jenny bei uns mit dem Team. Er hat sich alle geilen Weiber genommen. Ja, es ist sehr frauenlastig. Das war aber jetzt keine Absicht, muss ich da sagen. Ich hab versucht, hey, das du möchtest gut aussehen bei der Spieler. Verstehe, ja. Vielleicht auch das. Der hat sich das jetzt taktisch oder strategisch so überlegt, dass er quasi die starken Jungs in anderes Team wählt. Und falls die eben verlieren, dann könnte er eine Konkurrenz ausschalten. Oder es könnte natürlich auch daran liegen, dass er gerne gewinnen möchte heute und diejenigen, die er in seiner Mannschaft hat, auch gerne weiterhin im Haus behalten will. Das wäre natürlich ganz entzückend, dann ist er ein Zuckerlulli, ein Schnabeltässchen, ein Katzihasi. Das ist er denn, da müssen wir noch netter zu ihm sein. Ich bin überhaupt gar nicht nach Sympathie gegangen. Also gar nicht nach diesem, ich mag jemand lieber oder vielleicht nicht so lieb. Das hatte gar keinen Einfluss. Apropos Einfluss. Noch ist nicht das letzte Machtwort zur Teamwahl gesprochen. Liebe Cora, du hast die bunte Stunde und damit auch den goldenen Clubtaler gewonnen. Yeah. Solltest du mit Sebastians Teameinteilung nicht einverstanden sein, kannst du nun den goldenen Clubtaler für einen Teamwechsel nutzen. Sofern du in das andere Team möchtest, tausche nun mit einem Clubby deiner Wahl das Team und die Teambänder. Überlege dir gut, welches Team für das Clubspiel das richtige ist. Verkünde jetzt deine Entscheidung, nenne deutlich den Namen und begründe deine Wahl. Darf ich eine Zigarette rauchen dabei im Sitzen? Geht das? Nein. Nein, geht nicht. Alter, ich... Nein! Da hört jemand mit. Ich muss Pippi. Nee, musst du jetzt nicht. Nee. Komm. Doch. Die Entscheidung wirst du treffen können. Nimm eine Sekunde. Ja, überleg dir es kurz. Wenn es sein muss, dürfen es auch 5 Sekunden sein. Davon bleiben jetzt noch 3, 2, 1. Die Entscheidung, bitte. Komm. Ich bleib da, wo ich bin. Ich hab dir gesagt, du wirst sie nicht brauchen, hab ich dir vorhin gesagt. Ich kann es gar nicht genau sagen, es war einfach ein Bauchgefühl. Ja. Das wäre also erledigt. Ich hab mir das schon gedacht, dass du nicht wechseln wirst. Ich hab dir vorhin ja gesagt, du brauchst sie nicht. Sag das mit Marc, kannst du alleine austragen, da bin ich raus. Ja. Ja. Weißt aber, was ich meine, ne? Nee, nicht so richtig. Meines Erachtens stehst du mit Marc in direkter Konkurrenz, da bin ich raus. Deswegen. Ja, klar, aber das habe ich ja extra so gemacht. Do your thing. Also, do your thing. Ja. Ja. Hör mal zu, ganz kurz, ich will euch was sagen. Wir müssen gewinnen, weil dann haben wir die Möglichkeit, alle Männer rauszubringen. Ja. Ja. Wenn wir gewinnen, dann wird er einen von den 2 Männern nominieren. Das beide wird er nominieren. Ja, genau. Ja, das meine ich. Genau. So, dass dann einer wir wählen einen raus. Richtig. Ja. Okay, genau. Dann möchte ich heute gewinnen und die Männer rauswinken. Also wir sind unserem Plan, dank Sebastians Entscheidung, auf jeden Fall ein gutes Stück näher gekommen. Jetzt müssen nur mehr die Männer ablosen und dann kann der Plan auch aufgehen. Power! 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 So, jetzt geh in die Küche, mach Kaffee, was Frauen so machen müssen. Was könnte machen in dieser Scheiße? Alles ist offen. Jeder hat eine faire Chance, finde ich. Und das war mir wichtig. Weil ich hätte auch über ein Team zusammenstellen können und sagen können, gewinnen. 100%. So ist es auch so, dass... Du bist genauso wie ich. Auch gegebenenfalls entweder vielleicht 2 Frauen nominiert werden, vielleicht 2 Männer nominiert werden. Aber gut, danke für Lawrence on my team. Because he's such a netter guy, a person. Ja, manchmal ist er ein bisschen, also ist nicht zu nett, aber er ist halt so ein... He has such a good head. Kein Konfliktmensch. Ja. Mag ihm gerne. Aber ich glaube, ich muss meine Brille gleich noch sauber machen.
Wenn wir verlieren, dann nominieren sie mich und Jenny. Weil sie alle jetzt Angst haben, dass ich sie wirklich rauskegeln würde, was ich machen würde. Also ist die Angst berechtigt? Ja, die Angst ist berechtigt. Das heißt, hätte ich die Chance, würde ich sie rauskegeln. Einzig und allein, um ihnen den Sieg zu vermasseln. Digga, wir müssen das gewinnen. Ich meine, das ist ganz ehrlich. Nein, nein. Der hat das gut gemacht. Er will, dass wir beide heute hier stehen. 100%. Du und ich. Denkst du? Verlieren? Taktisch mäßig? Na klar. Ja. Einer von uns muss heute gehen. Das wäre hart. Das ist so. Ich konnte mir auch innerhalb kürzester Zeit erklären mit meinem kleinen Partygehirnchen. Denn ich denke, dass heute Marc und ich zum Schluss dastehen werden, nominiert werden. Und somit hat er konkurrenztechnisch eine Person, die für ihn vielleicht Gefahr bedeutet, weg. Guck mal, er kann heute nicht rausgewählt werden. Er ist der Chef. Mhm. So, Harmonie, nimm alle Ladies, nimm alle Ladies. Ja. Du musst nicht verlieren, du kannst glänzen. Hey, weißt du was? Weißt du was? Es ist taktisch gesehen. Alle Ladies on dein Team, yeah. Alle auf seiner Seite. Yeah. Die würden ihn nicht auswählen. Ja, ja. 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 Weißt du, wie ich es gemacht hätte? Ganz ehrlich, auch persönlich. Ich jetzt trotzdem für meinen, weil ich ja meinen Star habe, mit dem, dem, mit dem. Wait, here she comes. Ich hätte das aufgeteilt. Ladies hier, Ladies da. Hi, Tiger. Teach me, Tiger, how to tease you. Wah, 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 wah. Tiger, Tiger, I wanna squeeze you. Nee, beide zusammen hätte ich nicht gemacht. Für immer. Scheißegal. Aber das ist cool, hier hat es gemacht. Ja, yeah, ja. Ich bin froh, dass er heute. Er will heute. Das kann man ganz offen quatschen. Aber das ist gewagte Nummer, euch zusammen zu machen. Naja, nein. Wir sollen heute Abend da stehen. Wir werden nominiert. Wenn er die Eier hat, die Cojones hat. Na, dann bleibt man jetzt schon hier. Ja. Ich liebe dich, Schatz. Hey, aber ich hab dich gerettet. Das stimmt. Remember, ich stehe da oben. Die Spiele haben begonnen, sozusagen. Also, er wird jetzt auch keine Rücksicht drauf nehmen. Auf Freundschaften, auf Männer unter sich und so weiter. Er hat das heute gut gemacht, aber ich habe ihn entdeckt. Aber weißt du was, ich habe gut geschlagen. Ich bin hier, ich würde nicht verlieren heute, sag dir. Den kenne ich. Doch. Nein. Doch. Nein, fick du euch alle. Ich werde dich verlieren. Doch. Wie gesagt. Ja. Nein, nein, wir gewinnen heute. Doch. Nein. Du wirst verlieren. Nein, du verlierst. Du bist der einfache Verlierer. Man muss Sachen auch mal annehmen. Man muss annehmen. Auch mal sich eingestehen. Man muss Marc, du musst ein bisschen lernen, alles zu verlieren. Du man muss mal alles mal ein bisschen realisieren. Auch. Ja. Ich möchte nicht dran denken eigentlich. Ich bin nervös zwischendurch, aber wir fokussieren eine Stufe nach der nächste. Und wir gucken, was passiert. Wir gucken erstmal das Spiel zu gewinnen. Das ist der einzige Ding in meinem Kopf momentan.